for you. You know I spend the time on you. I could hold it down for you. Let me spend the time on you. Servus YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute. Willst du weitererzählen? Bauen wir den neuen Anlass an, ein von Dobby, weil er gar nicht mehr anspringt. Die Batterie ist voll. Habe ich auch nochmal geladen, ist auch voll geladen. Jetzt habe ich einen neuen Anlasser bestellt. Eigentlich sollte Dobby ja zur Werkstatt, weil die Steuerkette kaputt ist. Aber das ging dann nicht, muss ich absagen. Ich hoffe, dass ich nächste Woche schnell einen neuen Termin bekomme, weil zeitlich wird es ein bisschen schwierig. Gell? Let me spend the time on you. Keep it on it with you. It's women that wanna swap with you. Also, wir sind jetzt hier in dem Motorblock und da sieht man theoretisch hier ist einmal der Anlasser da oben drauf. Das da ist der Magnetschalter und da die Kabel hinten dran. Und das einmal da drunter ist auch noch der Anlasser. Genau. Und das bauen wir jetzt einmal aus. Heißt, die ganzen Kabel einmal abtrennen und Batterie abklemmen nicht vergessen. Und dann die zwei Schrauben hier noch. Eine ist hier, eine sieht man nur von unten. Die lösen wir einmal. Und dann sollte eigentlich easy peasy rausgehen. Jetzt haben wir die Batterie einmal abgeklemmt. Jetzt müssen wir dieses Kabel hinten einmal lösen. Von oben kommen wir nicht dran. Deswegen geht Adi jetzt einmal unten runter und schaut, ob es von unten funktioniert. Hier sieht man ja alles. Oh Gott. Ich versuche es jetzt einmal mit so einem Winkel für die Ratsche von unten nochmal, weil von oben ist da absolut gar kein Spielraum. Nee, musst du hoch. Nee, drehen. Ah, komm, Alter, meine Fresse. Dreht sich da was? Ja, ein bisschen. Jetzt haben wir die eine Schraube, wurde Adi gerade anfest, einmal angelockert. Jetzt können wir die mit der Hand einmal abziehen. Und dann können wir die Kabel auch gleich davon lösen. So, wir haben jetzt ein Kabel einmal gefunden. Das ist wahrscheinlich bei uns am Anlasser einmal abgebrochen. Das kommt da unten. Da wo wir die alten Kabel weggemacht haben, da nebendran einmal hin. Theoretisch sollte das da dran sein. Wir vermuten jetzt, dass er nicht angesprungen ist, weil das Kabel abgebrochen ist. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber da machen wir jetzt eine neue Isolierung vorne dran. Das kommt dann einmal hier. Da einmal drauf gesteckt. Und hoffentlich läuft er dann wieder. Hä? Sollen wir tauschen? Soll ich es versuchen? Aha. Fängst du das auf? Ja. Nee. Oh, bitteschön. Danke. Kannst du einmal runtergeben? Muss es hin? Ja. Also ich klemme jetzt hier die Abisolierung weg, damit wir einen neuen Schuh da drauf klipsen können. Oh Gott. So. Jetzt wieder schön eindrehen in eine Richtung. Jetzt kann man den Schuh hier draufstecken. So. Und jetzt mit der Crimpzange einmal zumachen. Same Pain einfach immer. Okay. Sollte echt passen, ja. Und was sagen Sie, wie war's?
Wie war's? Wie war's? Das war mega. Mal. Also macht voll Spaß. So, jetzt machen wir die anderen Kabel wieder zurück, also wieder dran, so wie sie gehören. Unser Kabel sieht ja ein bisschen mitgenommen aus, aber das ignorieren wir jetzt einfach, das können wir sehr gut. So, dann kommt da jetzt die Mutter drauf. Die ziehen wir einmal fest und dann... Ach, dann testen wir. Dann sollte eigentlich funktionieren, wenn nicht, dann bauen wir alles wieder auseinander und dann kommt der andere raus. Alter, ich habe meine Füße oben bei Dobby. Also weißt du, angewinkelt. Nee. Hä? Ich weiß es nicht. So, wenn man halt die Füße anwinkelt. Ja. Also ach so, stehen. Oder so oben ist. Ja. Ha. Richtig krass. Dobby ist ein Horror. So. Geil dich. Jetzt schließen wir die Batterie nochmal an. Wieder an. Und dann können wir ihn starten. Wer hat denn auch so einen Sitz eingebaut, Mann? Sag mal, weinst du, da ist es ja. Ich verstehe es nicht. Wieso geht's denn nicht zu? Meine Hände sind halt so kalt, ich kann nicht drehen. Ja, mal gehen. Entschuldigung, ich muss einmal hin. Komm hin, aber es dreht sich nicht. Kann ich mal den haben? Den? Ja, ja, ja. Schmarrn hier. Also das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Also es gibt halt Leute, die dachten, der Anlass ist komplett kaputt. Es gab halt Leute, die dachten, der Anlass ist komplett kaputt. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Man sollte sie hier nämlich erst drunter legen. Gucken, ob auch alle Kabel dran sind, weil wenn das Massekabel nicht dran ist, dann wird es auch schwierig mit dem Stromkreis. Und andere Leute kaufen sich dann gleich einen neuen Anlasser? Ja, das, nee, also wir nicht. Hm. Ja. Gut, dann würde ich sagen... Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.